In der heutigen Folge soll es um Gift gehen. Gift, insbesondere Arsen, gilt eigentlich als veraltete und ausgestorbene Mordmethode. Die letzten großen Giftmörder und Mörderinnen agierten im 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Deshalb habe ich Fälle gewählt, die lange nach der Ära der Giftmorde und des Arsens liegen. Die Vornamen der Opfer habe ich geändert. Das Ehepaar Uta und Ralf G. führen ein ruhiges Leben im hessischen Rüdesheim. Fernab von der Hektik der Stadt lebt das Paar mit ihren Hunden in ihrem Haus auf einem abgelegenen Grundstück im Wald. Doch als ein Mann in das Leben des Ehepaares tritt, ändert sich ihre Idylle mit einem Schlag. Der Terror beginnt. Eingeworfene Scheiben, getötete Hühner, Schüsse auf das Auto. All das gehört bald zu ihrem Leben, das von Angst bestimmt wird. Bis sie eines Tages nur durch Zufall dem Mordanschlag ihres unbekannten Feindes entkommen. Ralf G. ist Weinbauer und leidenschaftlicher Tennisspieler. Seit Jahren ist er bereits Mitglied im Rüdesheimer Tennisclub. Jeden Sonntag trifft er sich hier mit seinem Tenniskumpels zur Herrentruppe. Dort lernt er auch den 15 Jahre jüngeren Enrico R. kennen. Enrico lebt erst seit kurzem im hessischen Rüdesheim. Ende 2012 ist der gebürtige Thüringer zu seiner Patentante gezogen. Er ist arbeitslos und findet schnell eine Beschäftigung im Tennisclub, wo er als ehrenamtlicher Platzwart aushilft. Er jätet Unkraut, zieht die Linien auf dem Tennisplatz und kümmert sich um die Instandhaltung der Anlage. Wenn in Ralfs Tennisgruppe mal ein vierter Mann fehlt, dann holen sie den immer im Club präsenten und deutlich jüngeren Enrico dazu. Den Männern erzählt er, dass er Elektriker sei und Wirtschaft studieren würde. Er hätte bis vor kurzem noch in Bayern gelebt, aber er habe sich von seiner Freundin getrennt, die ihn betrogen hat. Dass er in Wahrheit jahrelang im Gefängnis saß, erzählt er niemandem. Und keiner hinterfragt seine Lebensgeschichte. Im späteren Prozess gibt es niemanden, der sich als engerer Vertrauter von Enrico bezeichnen würde. Die meisten, die ihn nur flüchtig aus dem Tennisclub kennen, beschreiben ihn als fleißigen, aber verschlossenen Mann. Doch die, die ihn besser kennenlernen, zeichnen ein anderes Bild. Enrico ist kontrollierend, unbegründet misstrauisch gegenüber anderen und neigt zu zwanghaftem Denken. Das merken auch schnell Ralf und seine Tennisfreunde. Während der durchtrainierte jüngere Mann anfangs gern als Tennispartner mit in die Runde aufgenommen wird, fragen sie nach einigen Monaten nur noch ungern, ob er mitspielen möchte. Sie finden ihn seltsam. Zum ersten Mal sei ihnen Enricos merkwürdiges Verhalten bei gemeinsamen Gesprächen aufgefallen. Bei Gesprächen zu zweit schien alles normal zu sein. Doch wenn jemand Drittes dazu kam, war er erzürnt darüber, wie es sein Gesprächspartner wagen konnte, auf jemand anderes außer ihn einzugehen. Auch wenn sich jemand aus der Gruppe verspätet, reagiert Enrico übertrieben beleidigt darüber. Besonders gerne aus der Herrentruppe hat Enrico den humorvollen und deutlich älteren Ralf. Doch was er anfangs als nette Aufmerksamkeiten von Enrico empfindet, schlägt mit den Jahren in nervige Aufdringlichkeiten um. Enrico trägt Ralf die Sporttasche zum Wagen, kehrt den Schnee vor seinem Auto weg, macht ihm Geschenke, bespannt seinen Tennisschläger und nennt ihn irgendwann sogar Opa. Jeder im Tennisclub bemerkt, wie Enrico regelrecht in Ralf verliebt ist und immer wieder Körperkontakt zu ihm sucht oder versucht, ihn zu umarmen. Doch jeder bemerkt auch, wie sichtlich unangenehm Ralf das Ganze ist. Auch Enrico R. scheint mitzubekommen, dass Ralf ablockt, denn er beginnt einen tödlichen Racheplan zu schmieden. Im November 2018 beginnen die mysteriösen Vorfälle, die bald das Leben der Familie G. bestimmen sollen. Plötzlich in der Nacht geht es einem der Hunde von Uta und Ralf schlecht. Er muss sich übergeben und hat Schaum vom Mund. Niemand kann sich erklären, woher die plötzlichen Symptome kommen. Einen Tag später finden sie die Ursache für das Leiden des Hundes. In seinem Zwinger liegt ein Stück Schweinemett.
Darin ist blaues Schneckenkorn. Ein Schädlingsbekämpfungsmittel. Jemand hat die präparierte Giftmischung über den Zaun der Familie geworfen, damit die Hunde es fressen. Doch wer sollte so etwas tun? Immer häufiger kommt es zu seltsamen Vorfällen. Ein Unbekannter schießt auf die Rollläden ihres Schlafzimmers. Ihre drei Hühner versterben plötzlich. Und jemand schmeißt die Frontscheibe von Utas Auto ein. Als sie an einem Tag losfahren will, hat jemand Äste auf die Straße geräumt, um ihren Weg zu blockieren. Als sie die Barrikade wegräumt, schießt jemand aus seinem Versteck eine Stahlkugel auf ihr Auto. Die Polizei ist machtlos gegen den Terror, dem die Familie G. ausgesetzt ist. Es gibt keinen Verdächtigen und somit auch niemanden, gegen den sie ermitteln können. Ralf und Uta überlegen immer wieder, wer zu sowas imstande sein könnte. Sie überlegen hin und her, wer etwas gegen sie hätte. Doch ihnen fällt niemand ein, der solch kriminelle Energie hat. Uta überlegt sogar einmal, ob es nicht der seltsame Platzwart aus dem Tennisclub sein könnte. Schließlich macht er ihrem Mann Avancen, die er ablockt. Doch Ralf kann sich partout nicht vorstellen, dass Enrico etwas damit zu tun haben könnte. Er hat zwar einen anstrengenden Charakter, doch er ist sich sicher, dass er wegen eines gekränkten Egos keine Straftaten begehen würde. Ralf und seine Frau installieren Bewegungsmelder und mehrere Kameras auf ihrem Grundstück. Und sie fällen Bäume, hinter denen sich ihr Feind verstecken könnte. Jeden Tag ist die Angst nun Teil ihres Lebens. Sie ziehen sich immer mehr zurück, gehen ihren Hobbys nicht mehr nach und auch Ralf ist nur noch wenig im Tennisclub. Uta traut sich nicht mehr alleine raus, auch auf dem Weg zur Arbeit müssen ihr Sohn oder ihr Mann sie begleiten. Mittlerweile ist es Anfang 2019 und Ralf beschleicht immer mehr das Gefühl, dass möglicherweise doch Enrico etwas mit der ganzen Sache zu tun haben könnte. Enrico besucht mehrmals Ralf in seinen Weinbergen. Doch mit der Ablehnung kommt Enrico nicht klar. Er will es nicht akzeptieren, dass Ralf nichts mit ihm zu tun haben möchte. Am 17. Februar 2019 kommt es im Tennisclub zur endgültigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Wieder einmal ist Enrico aufdringlich gegenüber dem Mann, den er seinen Opa nennt. Er hält Ralf einen Parkplatz frei, verlangt als Dank eine Umarmung von ihm. Ralf ist nun endgültig genervt von ihm und schreit ihn an. In einer WhatsApp-Nachricht an einen Trainingspartner schreibt Enrico R. nach der lautstarken Auseinandersetzung: "Im Moment muss ich gerade zusehen, dass ich klarkomme. Der dicke Ralf hat mir heute recht deutlich gezeigt, dass er eigentlich gar nichts mehr mit mir zu tun haben will und ich ihn in Ruhe lassen soll. Ziemlich deutlich und ziemlich verletzend." 10 Tage später kocht Uta Nudelsuppe. Sie hat es an diesem Abend eilig und isst nur einen Teller, bevor sie zur Nachtschicht muss. Sie lässt den Topf auf dem Herd stehen, damit ihr Mann später etwas essen kann. Als Ralf einige Zeit später nach Hause kommt, seht ihr die Suppe auf dem Herd. Sie ist merkwürdig dunkel und riecht seltsam, weshalb er sich entschließt, sie nicht zu essen und sie an die Hunde zu verfüttern. Doch er ahnt nicht, was wirklich in der Suppe ist, sonst hätte er sie nicht seinen beiden belgischen Schäferhunden gegeben. Kurze Zeit später geht es den Hunden immer schlechter. Sie krampfen, erbrechen sich und verlieren immer wieder das Bewusstsein. Ralf fährt sofort zu einem Tierarzt. Den beiden Hunden muss der Magen ausgepumpt werden und sie überleben nur knapp. Eine befreundete Kriminalistin riet Uta schon nach der ersten Vergiftung der Hunde, ihr Erbrochenes einzufrieren und untersuchen zu lassen. Nach dem zweiten seltsamen Vorfall tut sie das. Sie lässt das Erbrochene und Reste der Nudelsuppe untersuchen und es kommt heraus, dass in der Suppe eine hohe Menge an blauem Eisenhut zu finden ist. Blauer Eisenhut ist eine der giftigsten Pflanzen in Europa. Nur wenige Gramm sind für den Menschen tödlich. Doch wie konnte die Suppe, die auf dem Herd stand, vergiftet worden sein? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ralf sieht, dass jemand durch das Schlafzimmerfenster eingebrochen war. Auch seine Blutdrucktabletten hatte der Unbekannte gestohlen. Ralf und Utas Schwiegertochter untersuchen daraufhin die verschiedenen Kameraaufnahmen auf dem Grundstück seiner Eltern. Darauf erkennt er einen vermummten Mann. Er bewegt sich merkwürdig vor und zurück, bevor er versucht, die Kamera abzureißen.
Diese Bewegung des Mannes kennt Ralf. Genau so bewegt sich Enrico eher beim Tennis, wenn er nicht weiß, wohin der Ball geht. Endlich hat das Ehepaar G einen Verdächtigen, den sie bei der Polizei anzeigen kann. Und dieser ist kein unbeschriebenes Blatt. Denn Enrico R. ist bereits wegen versuchten Mordes verurteilt. Als Anfang 2020 der Prozess gegen den vermeintlich freundlichen und hilfsbereiten Platzwart beginnt, tritt auch sein erstes Opfer, Herbert J., in den Zeugenstand. Herbert muss an einem Rollator gehen. Bis heute ist er körperlich eingeschränkt nach Enrico R.'s Mordanschlag. Unter Tränen berichtet er, was damals passiert ist. Vor mehr als 20 Jahren lernte Herbert den damals 24-jährigen Enrico bei der Arbeit kennen. Herbert war damals Mitte 40 und arbeitete als Leiter der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft in Neu-Ulm. Enrico R. war Justizwachtmeister. Herbert war der junge Mann suspekt. Er war ihm gegenüber aufdringlich und versuchte Herbert von anderen zu isolieren. Schlimmer wurde es, als sich Enrico mit Herberts Tochter anfreundete und eine Beziehung mit ihr einging. Erst später kam heraus, dass die beiden nie eine sexuelle Beziehung führten. Herbert fand ihn komisch, doch er konnte nichts gegen den neuen Freund seiner Tochter tun. Auch nicht, als Enrico im September 1999 zu seiner Tochter ins gemeinsame Haus der Familie J. zog. Von da an häuften sich die seltsamen Vorfälle. Als Herberts Frau einmal im Krankenhaus war und er abends sein Abendbrot aß, wurde er plötzlich müde. Erst am nächsten Vormittag erwachte Herbert wieder. Enrico R. lag neben ihm im Bett. Herbert bemerkte Wochen nach diesem Vorfall noch etwas Merkwürdiges. Jemand hatte eine versteckte Kamera im Schlafzimmer von ihm und seiner Frau angebracht. Nur Enrico kam dafür in Frage. Konfrontiert mit der Beschuldigung, gab er zu, die Kamera dort angebracht zu haben, aber laut ihm sei das doch nicht so schlimm gewesen. Er wollte schließlich nur wissen, was er machen sollte, damit Herbert und seine Frau ihn endlich als Teil der Familie akzeptieren würde. Herbert warf daraufhin Enrico R. raus. Seine Tochter, die von ihm manipuliert wurde, folgte ihrem Freund und stellte sich gegen ihre Eltern. Doch Enrico bedrängte Herbert weiterhin. Immer wieder kam er zu ihm an und bettete darum, dass er ihm endlich verzeiht. Einmal schlug er sogar bei Herberts Arbeit auf. Er hatte ein Messer dabei und verlangte von seinem Schwiegervater, ihm die Geschlechtsteile abzuschneiden, um zu beweisen, dass er nichts von ihm wollte. Nur kurze Zeit nach diesem absurden Zusammentreffen verschaffte sich Enrico R. mit Hilfe eines Zweitschlüssels Zugang zum Haus der Familie J. Es stellte sich heraus, dass er innerhalb einer Woche in die Speisen und Zutaten der Familie das hochgiftige Calciumarsenat gemischt hatte. Calciumarsenat, oder auch Kalkarsen, war bis in die 1960er ein Insektenmittel, was vor allem in den USA gegen Baumwollkäfer angewandt wurde. Herbert und seine Frau ging es in den Tagen immer schlechter. Später stellte sich heraus, dass er an 6 Tagen vergiftete Speisen zu sich nahm und seine Frau an 3 Tagen die Mahlzeiten konsumierte. Das Ehepaar wandte sich an die Polizei, die Überwachungskameras installierte und schließlich Enrico R. dabei aufnahm, wie er das Essen der beiden vergiftete. Im Jahr 2001 wurde Enrico R. wegen versuchten Mordes in Memmingen zu 13,5 Jahren Haft verurteilt. Herberts Frau erholte sich von der Vergiftung. Er selbst ist allerdings seitdem an den Rollator gebunden. Ohne ihn könnte er nicht mehr laufen. Im damaligen Prozess beteuerte Enrico R. seine Unschuld und Herberts Erkrankung sei nicht das Resultat seiner Vergiftung, sondern multiple Sklerose. Doch auch aus dem Gefängnis heraus schrieb er seinem Opfer weiterhin Briefe, in denen er seine Unschuld beweisen wollte. In einem stand: Verzeih mir, dass ich zu euch gehören wollte. Auch im Prozess im Jahr 2020 plädiert Enrico R.'s Verteidiger auf unschuldig. Schließlich gäbe es keine Beweise, sondern nur Indizien gegen seinen Mandanten. Nur das Überwachungsvideo aus der Tatnacht, auf dem ein Mann zu sehen ist, bei dem gemutmaßt wird, dass es sich um Enrico handelt, würde nicht ausreichen. Doch die Tat am Ehepaar G. wirkt nicht nur wie eine Kopie seines Giftanschlags 20 Jahre zuvor. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich weitere belastende Beweise.
Enrico R. hat sowohl Schneckenkorn, mit denen die Hunde das erste Mal vergiftet wurden, sowie Samen vom blauen Eisenhut im Internet bestellt und über PayPal gezahlt. Wenige Tage nach dem Giftanschlag hat er außerdem Sekundenkleber gekauft. Genau in dem Zeitraum, in dem Utas Auto mit Sekundenkleber überzogen wurde. Für die Staatsanwaltschaft ist Enrico R.'s Motiv für den Giftanschlag klar. Genauso wie beim versuchten Mord 20 Jahre zuvor ist es unerwiderte Liebe. Er kommt nicht mit Zurückweisung klar. Er will sich an den Männern rächen und nimmt es dabei sogar in Kauf, dass Unschuldige, wie die Ehefrauen, seiner Opfer vergiftet werden. Die psychiatrische Gutachterin attestiert Enrico R. eine paranoide, querulatorische Persönlichkeit. Er ist leicht kränkbar, nachtragend und selbstbezogen. Er reagiert schnell eifersüchtig, was oft zum Streit und zu verbaler Aggression führt. Er verschleiere außerdem seine Homosexualität und stehe nicht dazu. Stattdessen tischt er seinen männlichen Bekannten Lügen auf und erzählt von angeblichen Ex-Freundinnen. Im Mai 2020 fällt schließlich das Urteil im sogenannten Nudelsuppenprozess. Der 49-jährige Enrico R. wird schuldig gesprochen. Wegen versuchten heimtückischen Mordes bekommt er eine lebenslängliche Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Gericht erkennt außerdem die besondere Schwere der Schuld an, wodurch Enrico R. nicht vorzeitig entlassen werden kann. Es besteht die große Gefahr, dass Enrico R. auch ein drittes Mal versuchen könnte, jemanden umzubringen, wenn er erneut bei einem Mann auf Ablehnung stößt. Nur durch Glück und Zufall haben seine vorherigen Opfer überlebt. Ein dritter möglicher Anschlag könnte aber auch tödlich enden.